Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bioshock Infinite. Ach, da geht's mir schon gleich wieder besser bei diesem Gesicht. Doch nicht? Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo sind wir? Wo bin ich? Danke. Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Ist das etwa? Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Geh nur, ich muss... Ich muss erstmal eine Runde kotzen. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Was war denn das für ein Trip? Wo ist sie? Sag bloß, die haben hier ein eigenes Meer. Aber wir sind doch runter, wir sind doch ganz weit runtergestürzt, oder nicht? Da hinten sind auch ein Haufen Wasserfälle. Wo sind wir denn hier? Hä? Hey, halt! Ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, braune Haare. Blaue Augen. Kannst wenigstens sagen, nein, nicht gesehen. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin Solo, falls du eine Begleitung suchst. Naja. Nee. Ja, auch nicht, wa? Und ihr? Hat die eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Hey, wisst ihr, ich bin gerade vom Himmel gefallen. Ja? Mach du das mal. Okay, habt ihr bestimmt auch schon gemacht. Closed? Was liegt denn hier rum? Geld! Oh, Geld nehme ich gerne mit. Wieso lassen die in den Computerspielen immer ihr Geld liegen? Klar, es ist digitales Geld, das ist vielleicht nicht so viel wert wie echtes Geld, aber trotzdem. Hey! Ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Bescheuerter Hund. Schiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Genau. Oder du nimmst dir einfach einen Tauchanzug und machst Arschbombe, wenn ihr über dem Atlantik seid. Nett, nett. Gucken wir mal rein. Battleship Bay. Ach, da sind wir wohl gerade. Ja, schön. Schön. Brauchst du mir nicht als Film zeigen, hab ich, wenn ich mich rumdrehe, direkt live. Schön. Toll, dass die genau hier so einen Kinoautomaten hinstellen. Oh, Gesundheit brauchen wir ganz dringend. Was mit Salz aussieht, weiß ich gerade überhaupt nicht. Ich will nur einen fairen Lohn für meine Arbeit. Dein Lohn ist ein Tritt. Wenn du noch weiter meckerst, Junge. Du siehst ja auch aus wie alle anderen. Nee, ist ganz schön rassistisch. Die Luftstadtbewohner sehen alle gleich aus. Das sollte man nicht sagen. Ich glaube, das nehmen die einen Grund. Battleship Bay. Da sind wir ja. Ah, guck mal. Man kennt es aus dem Fernsehen. Ja. Weißt du was? Ich würde mal sagen... gefragt. Bei dir wird Mutter immer gefragt. Ich bin mein eigener Herr. Sehe sie gerade da drüben tanzen? Ja, ich sehe sie tanzen. Gut, okay. Dancing at Dusk. Gut. Freunde, ich mache eine Aufnahmepause. Ich weiß nicht, wie ich es schneiden werde, aber ich schätze mal, es wird so gehen, dass es jeden Moment weitergeht. Und da ich mich am Ende jedes Videos nochmal, wenn ich es dann zusammenschnippel, extra verabschiede, lasse ich es jetzt einfach sein und sage einfach mal bis gleich.
Ja, da bin ich wieder zurück. Und wir sind jetzt natürlich ein Stück weiter hinten, denn ich habe die Aufnahmesession ja neu angefangen. Ich muss mal kurz mein Mikro und mein Headset ein bisschen leiser machen. Das ist ganz schön laut. So, ich hoffe, man versteht mich, man hört mich gut. Ich übersteuere ein wenig, habe ich gemerkt, aber es ist gar nicht mal so schlimm. Das passt zu meiner Stimme. So, ich probiere mal was ganz Verrücktes aus. Ich nehme gerade bei Tageslicht auf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es ist auf einmal sehr viel heller. Und weil heute die Sonne noch scheint, ist mein Begleitgetränk dieses Mal ein frisch gebrühter Kaffee. So sieht er aus. Sieht man ihn? Ja. Der ist zwar schon kalt, aber ich habe extra gerade eben noch eine neue Kanne gekauft. So, dann geht's mal los. Ach so, halt. Ich will noch gucken. Ja, genau. Alles klar. Erste Minute geklärt, abgeklappert. Wir gehen jetzt erstmal wieder zu Elizabeth. Ich darf nicht mehr so lange aufnehmen. Die letzte Aufnahmesession ging 2,5 Stunden. Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar. Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Hey, hab ich schon. Ich trinke gerade Kaffee. Hey, ja? Ich suche eine junge Frau. Wer nicht, Bruder? Willst du mich nicht wenigstens angucken? Hast du nicht letztens einen Schnauzer? Sag mal, ne? Boris Becker? Ich hatte übrigens noch was gefunden, während ich so ein paar Testaufnahmen gemacht hatte, weil ich versuche ja immer noch irgendwie an der Quali was rumzuschrauben und hast nicht gesehen, blablabla. Die Münzen nehmen wir uns erstmal wieder mit und hier unten lag noch was, versteckt. Lauschen wir mal rein. Der Prophet weiß vielleicht, wie seine eigene Biografie enden wird. Aber ich weiß kaum, wie ich anfangen soll. Abgesehen von den Kindermärchen, die man in der Hall of Heroes zu hören bekommt, hat er nämlich sein Leben vor seiner Taufe, ich zitiere, am Flussufer zurückgelassen. Man wird mich einen Plagiator nennen, aber ich werde die ersten 30 Seiten lang nur die offizielle Version wiederkäuen. Na. Er schreibt also die Biografie des Propheten. Braucht er denn sowas? Ist denn sowas überhaupt nötig? Er scheint sie ja doch sehr bedeckt zu sein. Damit könnten wir hier wegkommen. Könnten, müssen aber nicht. Ist doch schön hier, Mensch, bleib doch einfach hier. Wieso die Schuld wegwischen, wenn du dich für dein ganzes Leben hier oben verstecken kannst? Achso, ja, der Wind. Wollen wir uns erstmal noch umschauen oder stolpern wir gleich tölpelhaft auf die Tanzfläche? Komm, wir stolpern gleich tölpelhaft auf die Tanzfläche. Stolper. Hey, Kleine. Ein Solo. Kleine. Könntest du... Jetzt tanz doch mal mit. Kleine, Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja, wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los, jetzt auf der Stelle. Du Hund. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Dieses Luftschicht fliegt ja ganz genau. Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Tut mir leid, das war ich. Klar, dass du den Geruch noch nicht kennst. Gewöhn dich lieber dran. Wir müssen Elizabeth bei den Kämpfen nicht beschützen. Sie kann auf sich selbst aufpassen. Das ist schön. Du bist ein großes Mädchen, wa? Zeig mal her. Was hast du da eigentlich? Hast du da einen Fingerhut? Dein kleiner Finger ist ein bisschen kurz, wa? Kann das sein? Sag doch mal, Mensch, jetzt sei doch nicht schüchtern, ich will ja das angucken. Hallo? Blendet. Okay, dann wir reden später nochmal darüber, ja? Okay. Irgendwas ist mit dem Finger nicht ganz gut. Wie hat sie das gemacht? Facewalk. Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, macht er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? Seine Hoden. Die gefallen mir ganz und gar nicht. Dir etwa? Dachte ich mir. Oh, Geld! Oh, ein Medkit. Gott sei Dank. Hat schon ganz vergessen, dass es uns eigentlich gerade ganz schön dreckig gibt. Bisschen Salz, so. Mein Hut ist zwar immer noch nicht da, aber es braucht... Oh, Müll! Wer wirft denn eine Pistole weg? Dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Was? Nein, aber mir geht's super.
Willst du mir so eine Dolly geben? Ja, such ruhig. Such ruhig. Ich habe schon was gefunden. Was haben wir denn hier? Wenn ich jetzt Gordon Freeman wäre, würde ich erstmal hier an den Dingern drehen. Dabei sind es nur raffiniert montierte Pumpen und Auffangbecken. Woher weißt du denn, wie ein echter Ozean aussieht, mein Kindchen? Hier leckt's. Ich fühle mich immer ein klein wenig an Rapture erinnert. Whisky! Das alte Trinkspiel, heute mit Kaffee. Ah. Shane! Was haben wir denn hier? Zigarettendose durchsuchen, da ist natürlich Soda drin. Das kennt man ja von zu Hause. Wenn man mal irgendwo Soda hat, steckt man gleich in die Zigarettendose. Bisschen Salz. Was haben wir noch? Zigaretten rauchen? Ich weiß nicht, wie es gerade mit unserem Salz aussieht. Ich habe noch ein bisschen Kaffee im Bad. Wollen wir weitergehen, junge Dame? Wie wär's mit uns beiden? Du und ich in Paris. Auf die Tür, du Eiffel oder wie auch immer das Ding heißt. Steck den Arsch nicht so raus. Das sieht ja aus. Was hast denn du für ein... Das ist anatomisch unmöglich. Ich klaus dir. Oh weia. Was hast denn du mit dem gemacht, hä? Gestehe deine Schandtat. Du, hab ich grad... Mr. DeWitt, hier. Sehen Sie mal. Vogel oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Ich, also beim Betrachten meiner Folgen nachträglich, habe ich festgestellt, das sind die beiden, die uns mit dem Ruderboot überhaupt erst zum Leuchtturm gefahren haben. Das sind die beiden, die uns empfangen haben mit diesem kleinen Würfelspiel. Kopf oder... Quatsch, mit der Münze. Kopf oder Zahl. Das sind die beiden, die in der Bar standen. Der eine hat einen Tisch gewischt und sie hat uns die erste Flasche verkauft mit dem Schild-Upgrade drinne. Und jetzt stehen die schon wieder hier. Also entweder... Oder. Ne? Denkt euch euren Rest. Ich denk mir mein. Die Maus ist irgendwie ein bisschen ruckelig, das habe ich mitgekriegt. Aber das lässt sich leider nicht ändern. Leider nicht. Die, wenn ich die ganz leicht bewege... Guck mal, das geht nicht so Pixel für Pixel, sondern das sind immer kleine Sprünge mit dabei. Das ist ganz... Das geht einfach nicht flüssig. Schade. Auch nicht, wenn ich die Maussensibilität runterdrehe, weil dann ist es so lahm, dass ich nicht mehr rechtzeitig reagieren kann, wenn irgendwo was ist. Ich will nicht mit der Maus einmal über den Tisch rüber. Mach Elizabeth auf dich aufmerksam. Meine Präsenz reicht wohl nicht, junge Dame! Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Die waren doch beide... Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Goldener Käfig. Ich kann mich nicht entscheiden. Ist immer noch ein Käfig. Die waren doch auf dem Schlüssel drauf, mit dem wir ausgebrochen sind. Ach stimmt, und der Schlüssel war in der Dose. Ach egal, ich nehme den Vogel, der Vogel ist frei. Tweet, tweet, tweet. Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott! Mein Gott! Ich verstehe das nicht. Sehen Sie! Was? Was ist denn los? Oh! Ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los! Ach du Scheiße! Ja, ich meine, ich weiß, ich war ja live dabei, als es auseinandergefallen ist, aber man hat es die ganze Zeit nicht sehen können. Was auch immer das für ein Vieh war, ja. Ich nenne es Gobblerschock. Der Gobblerschock hat das ja alles kaputt gemacht. Wieso hat er das getan? Ich meine, Lexbike. Okay, geht wieder. Das ist ja genau wie bei Alice Madness Returns. Ich schätze, es liegt an meiner Festplatte. Die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und kommt mit den Ladezeiten nicht mehr zurecht. Also die kann die Welt nicht schnell genug ausspucken. Er ist das Schwert der Rache. Oder ich habe zu wenig Arbeitsspeicher für die Map. Das kann natürlich auch sein. Ja, der Gobbler-Chock hat alles kaputt gehauen. Wieso hat er das getan? Klar, er wollte Elizabeth retten, aber... Oder sagen wir mal, oder fangen, oder... Er wollte dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist, wahrscheinlich. Aber wieso macht er dafür alles kaputt? Das verstehe ich nicht. Was ist denn das? Ich will's nehmen. Ein Portemonnaie. Oh, Zuckerwatte! Ich will noch mehr Zuckerwatte! Oh.
noch mehr. Gut, das reicht jetzt aber. Wir sind eh voll gesund. Einfach nur aus Prinzip. Elisabeth, bist Stellen du... Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Nee. Arme nach oben. Fingerspreizen. Ich kann ein Foto vorweisen. Reicht das nicht? Stillstehen. Halten Sie still. Na, da komme ich nicht durch. Ich weiß schon was. Kommen Sie. Was hast du ausgefressen? Na, guck mal hier, deine Mutsch. Pass mal auf. Also, ich, wenn Na sie los. Das Lamm ist, dann ist das doch ihre Mutsch, ne? Ich verstehe The nicht, first lady, she, the very hast du das mit dress. Der Statue gehört? Ah, da will ich was ausprobieren. Moment. Moment, und zwar habe ich mich ja beschwert, dass es zu den Bildern keine Übersetzung gibt. Aber es müsste eine geben, wenn ich jetzt auf Optiones gehe. Und dann, ich glaube, Audio. Dialog, Untertitel ein. Ja, ja, speichern. Zurück, zurück, zurück. Die sollten Finken einfach ausräuchern und fertig. Okay, jetzt habe ich da? Untertitel zum Dialog. Aber dazu nicht die Übersetzung. Irgendwie kommt man an die Übersetzung ran. Ich muss mal gerade gucken. Moment, ich guck mal bei Spiel. Kampftexte. Kampftexte? Was sind denn Kampftexte? Ist anscheinend auch nicht das Richtige. Ich will's wissen! Ich will's wissen! Audio. Nix. Grafik? Nee, auch nicht. Gegnerische Gesundheitsanzeige. Objektbezeichnungen. Ah! Probieren wir das mal aus. Kommen Sie mit! Es klappt nicht, aber es ist zumindest alles an, was irgendwie anzumachen geht. Gut. Verstehen an! Hey, Hulle! Sieh dir den an! Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Du bist äußerst verdächtig. Ist ja alles viel lustiger. Was? Wohin? Müll durchsuchen erstmal. So, ich würde sagen, hier ist übelst abgeschlossen. Ach, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Do not speak to the Parthians unless spoke to first. Aha, was wie? Da oben ist die Übersetzung. Gäste sind stets mit Sir oder Madam anzusprechen. Und hier, nicht unaufgefordert mit den Gästen sprechen. Ach, das ist fürs Personal. Nett, du. Wieso guckst du so bedrückt? Ey, weich meinen Blick nicht aus. Oh. Salz. Ah, mir ist übrigens aufgefallen, die Errungenschaften kann man gar nicht lesen, weil da meine Facecam drüber hängt. Wenn in meiner Facecam, die hat so eine leichte Transparenz, sieht man ab und zu mal ein paar Kisten aufploppen. Das kommt von Steam, das sind die Errungenschaften, die ich hier so kriege im Laufe des Spiels. Aber ganz ehrlich, wen interessieren denn die blöden Errungenschaften? Wenn ihr wissen wollt, was es für Errungenschaften gibt und ihr den hinterherjagen wollt, dann könnt ihr das Spiel ja gerne kaufen und ausprobieren. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oder die lassen den ganzen Krempel ein... Was? Oh. Hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Nein. Alles nur Blödsinn. Du hast schon recht, dreh ruhig weiter. Warte mal, wo ist meine Pistole? Nö, lass dich nicht von mir ablenken. Sieht aus, als wären wir reich, Mr. DeWitt. Reich? Reich sind wir noch lange nicht. Reich sind wir erst, wenn wir 1400 Ocken zusammen haben und wir uns dann das Krähen-Upgrade holen. Dann sind wir wieder mausearm. Aber wir haben ein Krähen-Upgrade. Und was zu essen. So, wieder Errungenschaftsfortschritt oben rechts zu sehen. Wie gesagt, tja. Hey, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Dort drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Aha. Was? Wie viel Geld waren das? Eine Münze? Verkaufsautomat, mein Guter. Hier gibt's was für meine Gesundheit? Ein Gesundheitskit 80%. Stellt Gesundheit wieder her 80%. Stellt Gesundheit wieder her 20%. Ich bin doch topfit. Ich stehe voll im Saft. Alles in Ordnung. Ich brauche eure Almosen nicht. Ich brauche nur doppelt so viel Geld, wie ich habe. Und dann will ich zu so einem Zauberladen. Was ist denn das?
Danke, war nett gemeint, aber danke für das Geld. Gin ist schon wieder auszusehen, Schluckdruck. Oh, jetzt wollte ich doch noch wissen, was in dem Mülleimer drin ist. Vielleicht sind da ja noch die letzten 700 Silberigel für unser geiles Kränen-Upgrade drin. Kann ja sein, oder? Ja, das erfahren wir wohl erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und ciao, ciao.